von einer zweiten Umgebung stattfinden wird. Das sind Menschen, die sich mit dem Putin und dem Kram in Russland einsetzen. Auch die sind gegen Ascha, auch die sind angewiesen. Die werden ein bisschen beiseite gehen, wir werden vorbeiziehen und werden unsere Solidarität mit den russischen Demokraten erklären. Wir haben hier heute wieder viele Vendetta-Masken, Gefolgsmasken. Dazu eine kleine Erklärung. Wir haben wie beim letzten Mal schon der Polizei erklärt, dass es sich hierbei nicht um Vermummung handelt, sondern um eine Meinungsäußerung. Die Polizei akzeptiert das. Wir bitten euch aber gemeinsam mit der Polizei, dies tatsächlich auch nicht als Vermummung zu verwenden. Sollte euch, es ist unwahrscheinlich, dass es passiert, sollte euch tatsächlich ein Polizist ansprechen, die Maske mal kurz abzunehmen, dann bitten wir euch, das mal kurz zu machen und dem nachzukommen. Wir wollen keinen Ärger. Hallo, ich bin Fred vom AK Vorrat. Einer der beiden, der drei größten Unterstützer dieser Demo hier. Wir vom AK Vorrat kämpfen schon seit einigen Jahren gegen die auf EU-Ebene beschlossene Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung. Daher wissen wir genau, wie schwer es ist, gegen internationale getroffene Entscheidungen zu kämpfen, wenn diese erst einmal beschlossen sind. Deswegen müssen wir jetzt einen langen Atem beweisen, damit ACTA erst gar nicht von Parlamenten angenommen wird. Wir setzen uns weiter für einen anonymen Meinungs- und Datenaustausch ein, der auch in einer digitalen Welt möglich sein muss. Unsere Computer sind mittlerweile zu unseren ausgelagerten Gehirnen geworden, auf denen wir unsere persönlichen Dinge speichern und untereinander austauschen. Auch hier muss ein unbewachter und anonymer Datenverkehr möglich sein. Denn Datensammlungen führen stets zu Begehrlichkeiten seitens Behörden und Unternehmen. ACTA könnte es ermöglichen, dass unsere Daten mit gesetzlicher Genehmigung in Länder wie die USA geleitet werden, die nur über dürftige Datenschutzmaßnahmen verfügen. ACTA lässt Raum für eine Rechtsordnung, die eine Möglichkeit schafft, in der es Privatunternehmen erlaubt sein wird, ohne Justiz oder Polizei auf fremde Inhalte Einfluss zu nehmen, indem sie Internetdienstleister zu ihren Hilfs-Sheriffs machen. So darf das nicht in einem Rechtsstaat sein. Beschlagnahmungen ohne Gerichtsbeschluss sind einer der wichtigsten Hebel der Verwertungsindustrie, die mit ACTA geschaffen werden. Und dieser Hebel wurde mit Hilfe von unseren politischen Vertretern erst möglich gemacht. Diese Kooperationsbemühungen würden zu einer Filterung der Inhalte seitens der Internetdienstleister führen und ebnen den Weg zu einer Überwachung der Datenströme im Netz. Es ist nicht die Aufgabe der Internetanbieter, die Rechtmäßigkeit dieser Maßnahmen durchzuführen. Denn Privatunternehmen wird ihre rechtliche und damit finanzielle Sicherheit immer wichtiger sein als ein neutraler Datenverkehr. Diese Gesetzgebung, die mit ACTA vorgegeben wird, ist eine Ausgeburt der marktkonformen Demokratie, die immer mehr das politische Handeln beeinflusst. Das sind Gesetze und Schutzmechanismen, die in Hinterkammern ausgeklüngelt werden, um nicht mehr zeitgemäße Geschäftsmodelle auf unsere Kosten zu schützen. Diese Art der Gesetzgebung haben wir nun schon seit Jahren aus der EU-Kommission zu ertragen. Und es ist immer der gleiche Personenkreis, der diese Vorschläge aufgibt. Wie schon das Telekom-Paket, was die Netzneutralität auflösen sollte, und seit neuestem IPv2, das eine Richtlinie schaffen soll, wo es immer wieder um Blocken und Beschlagnahmen geht. Vielleicht
werden wir auch wieder Vorschläge hören, die in den Internetsperren gefordert werden oder auch Three-Strikes-Gesetze, die bei wiederholten Urheberrechtsverletzungen den Internetanschluss kappen sollen. Denn genau so kennen wir die früheren Vorschläge. Deswegen ist dieser Aufruf gegen ACTA, sich zu wehren, keine Panikmache. Wir müssen weiterhin wachsam sein, um diese Eingriffe in unseren freien Datenverkehr und damit in unsere Freiheit zu verhindern. Dankeschön. So, dann bitte ich Jan, Jasper, Leon und Tore auf den Wagen. So, ihr seht und ihr hört jetzt die Initiatoren des Facebook-Events, das letztlich zu dieser Demonstration geführt hat. Hier sind diejenigen, die letztlich angestoßen haben, dass wir heute alle hier sind. Warum sind wir eigentlich alle heute hier versammelt? Warum? Wir kämpfen hier für unsere Freiheit und unser größtes Privileg, die Demokratie. Aber warum müssen wir für etwas auf die Straße gehen, das wir eigentlich haben sollten? Unsere höchsten Rechte werden durch die Entstehung des neuen Gesetzes ACTA gefährdet. Unser Recht auf freie Meinungsäußerung, unser Recht auf Privatsphäre und unser Recht auf Demokratie. Aber warum das Ganze? Wer zieht aus dem ganzen Mist einen Nutzen? Einzig und allein die große Industrie. Und das alles nur, damit nichts im Internet kopiert wird, damit keine geschützten Dateien weiterverbreitet werden. Ihr wollt ein YouTube-Video gucken. Das geht nicht, wenn ACTA durchkommt. Ihr wollt etwas für die Schule bei Wikipedia recherchieren. Geht auch nicht, dank ACTA. Ihr könntet praktisch nicht mal eurem Freund eure Urlaubsbilder senden, ohne dass ACTA durchgreift. Aber wie soll das Ganze durchgesetzt werden? Ganz einfach, durch stetige Überwachung. Alles, was ihr im Netz macht, wird aufgezeichnet und gespeichert. Und wenn ihr im Internet etwas Falsches macht, kann euer Anbieter dafür strafbar gemacht werden. Durch die Aufzeichnung der Daten kann er allerdings nachweisen, dass ihr es wart. Nichts, was ihr macht, bleibt unbeobachtet. Das Thema wurde zusätzlich auch noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt. Und das nennt man Demokratie. Es wirkt mehr, als bewegten wir uns gerade auf eine Diktatur zu. Und was machen unsere Politiker? Über Syrien debattieren sie, dass es nicht recht sei, das Internet zu zensieren. Und selber schaffen sie eine Zensur, die nicht im Sinne des Volkes ist, sondern im Sinne der Wirtschaft. ACTA ist ein diktatorisches Werkzeug und kein Hilfsmittel des Volkes, sondern es wendet sich gegen das Volk und ganz so wie in Syrien. Nur in Deutschland wird nicht geschossen, sondern gesperrt und verboten. Vor langer Zeit hinterließen Hacker auf einer Website mal folgenden Spruch: Warum seht ihr den Splitter im Auge eures Feindes, aber den Balken in eurem Auge seht ihr nicht? Politiker leben in einem Paralleluniversum und meinen, sie hätten das Recht, sich alles herauszunehmen. In dem Film V wie Vendetta wurde einmal gesagt, es ist nicht das Volk, welches Angst vor der Regierung haben soll, sondern eine Regierung, die Angst vor dem Volk haben soll. Nutzt die Möglichkeit, es zu zitieren, es wird bald nicht mehr möglich sein. Hat die Angst vor dem Volk verloren. Welche? Hat die Angst vor dem Volk verloren. Es wirkt so, als wäre es egal, was das Volk macht. Sie treiben ihre Machtspielchen und amüsieren sich an den Protesten und ignorieren sie letztendlich doch. So kann das nicht weitergehen. Die Regierungen müssen wieder im Sinne des Volkes regieren. ACTA war der aktuellste in einer Reihe von Fehlern. ACTA wird der Regierung zeigen, wozu das Volk fähig ist. Schon im antiken Rom hatten die Plebejer mehr Macht, als die Adligen dachten. Falls sie das Dienstag lieber zu helfen wussten, dann zogen sie aus Rom aus. Die Adligen hatten keine Wahl, mussten nachgeben. Das wird wieder geschehen können, wenn auch in einer etwas anderen Form. Ja, vielen Dank an die Schüler aus Ahrensburg.
Es folgt jetzt als Sprecher Konstantin von Notz vom Bündnis 90 Die Grünen. Ja, liebe Freundinnen und Freunde eines freien Internets, seid ganz herzlich gegrüßt. Es ist großartig, dass heute, obwohl vor zwei Wochen ACTA erstmal auf Eis gelegt worden ist, heute wieder so viele Menschen hier sind, um ihren Protest gegen diese Form der repressiven Gesetzgebung für das Internet zum Ausdruck zu bringen. Es ist so, dass Sie, das ist hier vorhin auch angeklungen, Fred hat es gesagt vom AK Vorrat, dass lange Zeit es überhaupt keine Rolle gespielt hat in der Politik, dass Proteste aus der Zivilgesellschaft gegen ACTA formuliert wurden. Und erst als der Druck da war, als keine Mehrheit mehr da war im Europäischen Parlament, als einzelne Länder gesagt haben, dass sie ACTA nicht ratifizieren werden, als die Bundesregierung gemerkt hat, dass an dem kommenden Samstag eine riesige Demo stattfinden wird. Erst da hat sie ACTA auf Eis gelegt und das ist ein Riesenerfolg, sozusagen dieses Protests, der auf die Straße gekommen ist. Und die Bundesregierung, jetzt hört man ja die Bundesjustizministerin, die sagt irgendwie, sie war schon immer dagegen, das stimmt nicht. Am 30. November hat sie noch brav sozusagen ACTA durchgewunken. Die Verbraucherschutzministerin Aigner, die jetzt so tut, als wenn sie am Anfang der Bewegung steht, die hat im Fischereiausschuss auch im Dezember die Hand dafür gehoben. Und erst der Druck auf der Straße, der hat das möglich gemacht, dass ACTA jetzt erstmal auf Eis gelegt worden ist. Aber es soll ja jetzt vor dem EuGH vorgelegt werden. Und ich sage, dass das grundsätzlich nicht verkehrt ist, dass der EuGH ACTA überprüft. Wenn die feststellen, dass das gegen EU-Recht verstößt, umso besser. Trotzdem darf nicht der Rückschluss gezogen werden, dass wenn der EuGH ACTA passieren lässt, dass es dann ein richtiges Gesetz ist. Es ist und bleibt politisch falsch. Selbst wenn der EuGH eben sagt, dass es nicht gegen EU-Recht verstößt. Wir sind inzwischen so weit in diesem Land, dass man eben sagt, naja, wenn es nicht verfassungswidrig ist, muss es ja ein richtiges Gesetz sein. Das stimmt bei ACTA und bei vielen anderen Dingen wie der Vorratsdatenspeicherung nicht. Und diese Demonstration hier heute und die vielen Demonstrationen in anderen Städten, aber auch über ganz Europa, zeigen eben, dass es eine ganz krasse, massive Akzeptanzkrise für das bestehende Urheberrecht auch gibt. Die Welt hat sich weitergedreht. Wir haben heute das Internet und die Digitalisierung und die Normen, die wir früher hatten, die passen eben nicht mehr in diese Zeit. Und deswegen kann man nicht auf Repression setzen, sondern man muss auf einen vernünftigen Interessenausgleich setzen und ACTA und IPRET gehen genau da in die falsche Richtung und deswegen müssen sie endgültig abgeräumt werden. Und es wurde eben angesprochen und ich finde, das ist im Grunde ein ganz entscheidender Punkt. In Sonntagsreden wird immer vom freien Internet gesprochen, dass die arabische Revolution begünstigt hat, dass der Opposition in Russland da drüben hilft, dass den Dissidenten in China hilft. Aber wir führen hier in Deutschland ständig einen Abwehrkampf gegen Gesetze wie die Vorratsdatenspeicherung, wie die Netzsperren, wie gegen ACTA, wie gegen IPRET, was jetzt vor der Tür steht, die selbst sozusagen die Freiheit im Internet beschränken sollen. Und deswegen müssen wir klar sagen, wir lassen da keinen Keil zwischen uns treiben. Die Menschen, die in Ländern leben, die keine Demokratien sind, mit denen müssen wir zusammen für das freie Internet streiten, in den Parlamenten und hier auf der Straße. Und deswegen ist mir nochmal wichtig, deutlich zu machen, dass wir den Druck aufrechterhalten müssen. Es ist jetzt sozusagen erstmal, weil man gemerkt hat, man hat keine parlamentarische Mehrheit mehr, erstmal ist das in dieses EuGH-Verfahren geschoben worden. Wie lange das genau dauert, das weiß erstmal niemand so genau. Und man hofft, dass sozusagen der öffentliche Druck nachlässt.
dass die Leute nicht mehr so genau hingucken. Und die nächsten Gesetze, es wurde hier gesagt, E-Brett und ähnliche Dinge, sind schon in der Pipeline. Und deswegen sage ich euch, wir müssen gemeinsam streiten, gemeinsam wachsam sein, diesen Druck aufrechterhalten. Und deswegen ist es auch gut, dass wir heute nochmal hier demonstrieren, auch nochmal durch die Stadt gehen und dieses Thema überhaupt in das Bewusstsein der Bevölkerung kriegen und weiter vorantreiben, die öffentliche Medienberichterstattung haben, damit wir ACTA stoppen, die anderen Gesetze, die Freiheit des Internets stoppen und insgesamt sozusagen die Freiheit des Netzes bewahren. Das geht nur mit Druck von der Straße. Und ich danke euch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und lasst uns das so gemeinsam machen. Vielen Dank. Hallo.
Wo genau das passiert ist, wo die Zöllner plötzlich diese Rechte hatten und dann haben sie die Medikamente gestoppt und dann ist die Versorgung schwieriger geworden in Kenia. Und warum das Ganze? Das Ganze doch nur, weil einige wenige Firmen, das gilt für die Unternehmen der Unterhaltungsbranche, genauso wie die Pharmafirmen, weil die ihre Funde sichern wollen. ACTA ist nichts anderes als ein Abkommen, um die Interesse von ganz wenigen Konzernen zu schützen und deshalb, auch deshalb bin ich gegen ACTA. Für die Freiheit, für das Leben. Stopp ACTA. Danke. Ja, vielen Dank an Jan von ACTA von Die Linke. Wir haben also viel heute gehört über den Einfluss, den ACTA auf das Internet nehmen würde, wenn ACTA beschlossen würde. Wir haben auch viel darüber gehört, dass Politiker, die das entscheiden, das Internet häufig nicht verstehen. Ich selbst habe gerade als Vorstellung von der Verwaltung 100 Seiten etwa ausgedruckt bekommen. Das war letztendlich alles eine Website. Statt mir per E-Mail einen Link zu schicken, bekomme ich 100 Seiten ausgedruckt. Da sieht man, welches Verständnis für das Internet herrscht. Aber wir gucken nicht Internet, wir surfen auch nicht nur im Internet. Das Internet ist unser Lebensraum und den werden wir verteidigen. Und jetzt, bevor ich noch mehr von der Rede von McFly klaue, kommt McFly vom CCC. Moin. Ich bin McFly vom Chaos Computer Club Hamburg. Und der Ständer ist ein bisschen doof für mich, glaube ich. So. Stehen wir schon wieder hier, ne? Vor zwei Wochen waren wir ja schon mal da. Unglaublich, dass das nötig ist. Also. Aufgeweckt durch die Proteste. Nein. Vor zwei Wochen haben wir gemeinsam mit über 100.000 anderen Menschen in Europa schon mal gegen ACTA demonstriert. Aufgeweckt durch Proteste haben einige Regierungen schon im Vorfeld versucht zu beschwichtigen. Sie haben Gesetze vorläufig nicht unterschrieben. Ihr kennt das ja, ne? Sie haben uns erzählt, ACTA sei gar nicht so schlimm und es wird sich nichts ändern bei uns. Warum brauchen wir es? Das Europäische Parlament, was eigentlich darüber entscheiden sollte und was das demokratisch legitimierte Gremium dafür ist, will jetzt auf einmal den Europäischen Gerichtshof dazu fragen. Natürlich, um sich selbst aus der Schusslinie zu nehmen. Aber nur, weil jeder mit dem Finger auf andere zeigt, sollten die nicht glauben, dass jetzt keiner mehr Verantwortung trägt. Das Thema ist noch nicht durch. Wir haben es zu oft erlebt, dass kritisierte Vorlagen verzögert aus den Medien genommen werden und dann schließlich im Fischereiausschuss verabschiedet werden. Ihr habt das jetzt hier schon ein paar Mal gehört. Und wenn es dann erstmal in so einem Ausschuss verabschiedet ist, in einem Fischereiausschuss, dann werden die Parlamente danach sagen, tut uns ja leid, der Ausschuss hat darüber entschieden und wir als Parlament halten uns üblicherweise an das Ergebnis vom Ausschuss. Wir sind jetzt aber hier, um denen zu sagen, ihr könnt euch nicht hinter dem Europäischen Gerichtshof verstecken, ihr könnt euch nicht hinter den Ausschüssen dahinter verstecken. Bei uns nicht! Nirgend! Deutschland kann sich nicht hinter der Europäischen Union verstecken. Und das Europäische Parlament nicht hinter dem Gerichtshof oder irgendeinem Ausschuss. Und solange, wie ACTA in all diesen Bereichen ist, werden wir auf die Straße gehen müssen. Wir werden weiter für unser Internet,
für unsere Freiheit und für unseren Lebensraum kämpfen müssen. Das tun wir auch. Ja, Lebensraum, liebe Abgeordnete und Minister. Für euch ist das Internet ein Stapel Papier, der morgens von Referenten auf den Schreibtisch gelegt wird. Für uns ist es ein Lebensraum. Und um das mal in aller Klarheit zu sagen, die meisten hier, wahrscheinlich fast alle, die gehen nicht ins Internet. Wir machen nicht mal eben den Computer an und wir gehen auch nicht mal eben surfen. Wenn schon, sind wir mal kurz offline. Offline, es ist 20 Jahre lang her, dass MP3 erfunden worden ist als Dateiformat. Die reden immer noch von neuen Medien. Für uns ist das Internet ein Lebensraum. Und für die Industrie ist das Ganze ein Absatzmarkt. Und da kommt das Problem her. Aber genauso wie es hier auf dem Rathausmarkt am Rande Geschäfte gibt, die da stehen, und wie auch hier in der Mitte sich Menschen begegnen, ist das Internet für uns ein Ort, an dem wir uns austauschen, an dem wir Freunde treffen, diskutieren, demonstrieren, unsere Meinung sagen und ja, auch mal einkaufen gehen. Aber das Einkaufen gehen ist nur ein Aspekt von vielen im Internet. Die Freiheit, was wir sagen wollen, die wollen wir uns im Internet nicht geben lassen. ACTA schränkt stark die Meinungsäußerung im Internet ein. Deswegen haben wir damit ein Problem. Und nicht nur ACTA, nicht nur IP-RED und nicht nur durch die perfiden Pläne, die ihr sonst noch in der Schublade habt, um eure Geschäftsmodelle zu sichern, werden wir uns hiervon stoppen lassen. Ihr kommt aus einer Zeit, in der die Kreativwirtschaft Dinge geschaffen hat, die euch dann im Radio, im Fernsehen, im Kino oder auf runden Scheiben angehört und angesehen haben. Und ja, ich kann ein Stück weit das Ganze verstehen. Es wäre schön, wenn auch kreative Menschen von ihrer Arbeit leben können. Aber nicht zum Wohle einer Urheberrechtsindustrie, die in die eigenen Taschen wirtschaftet, statt Kultur zu fördern und nicht auf Kosten unserer Freiheit. Und das ist nur der Urheberrechtsanteil an ACTA. So ein Vertrag, der eins verhindern sollte, dass falsche Louis Vuitton-Handtaschen oder iPhones verkauft werden können. Aber gefälschte Produkte, da hat sich dann auch die Pharmaindustrie dann gesagt, oh, das betrifft uns auch. Und jetzt sollen halt die ärmsten Länder dieser Welt nicht mehr in der Lage sein, Generika zu erwerben. Medikamente, die brauchen, weil Menschen an AIDS sterben. Ich habe hier irgendwo so ein Schild gesehen, da gibt es irgendwas vom Ratiofarm für. Das ist ein Punkt. Wenn es ACTA nicht mehr gibt, wird es das nicht mehr geben. Und da sind wir gelandet. Von Handtaschen über das Internet zu AIDS-Medikamenten. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. ACTA ist halt ein Rundumschlag der Lobbygruppen von einigen. Über Jahre hinweg in geheimen Verhandlungen ausbaldowert, der Öffentlichkeit kurz bevor es zu spät sein könnte. Bloß nicht einbeziehen, diese störende Zivilgesellschaft, ne? Keine Diskussion, das stört nur. Demokratische Prozesse gefährden nur den Abschluss. Unter dem Banner geistige Eigentumsrechte werden Ideen eingesperrt, Meinungen eingeschränkt und Menschen getötet. Die Interessen einzelner Industriesparten werden so über unsere Grundrechte gestellt. Das geht nicht nur ein bisschen zu weit, weil uns unseren Tauschbeutel ankragen sollen. Das ist total inakzeptabel. Und darum werden wir stehen und wir werden auch wiederkommen, bis ACTA begraben ist. Im Juni wird es einen großen Event wieder geben. Ja. So, jetzt möchte ich mich zuerst für eure Anwesenheit bedanken und euer Zuhören. Aber bevor ihr nach Hause geht, ist die Arbeit noch nicht getan. Wer von euch hat keine E-Mail? Bitte melden. Okay, ihr habt eine Ausrede, warum ihr keine E-Mail an euren Bundestagsabgeordneten schreiben sollt. Alle anderen, schreibt an eure Bundestagsabgeordneten. Die haben E-Mail-Adressen, die stehen auf Webseiten. Wir können mit sowas umgehen. Wir sind die Hacker, nicht die. Yeah! Yeah! Diskutiert mit Freunden. Bloggt darüber, twittert darüber. Seid laut. Ich will euch jetzt einfach richtig laut hören. Also, füllt eure Facebook-Timeline, Twitter darüber, nutzt die neuen Medien. Das ist unsere Medien, die wir da nutzen können. Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass das Thema nicht aus den Medien und dem Bewusstsein verschwindet. Dass wir alle als Gesellschaft darüber diskutieren, wie unser Lebensraum im Internet aussehen soll. Damit auch die mit dem Druck an verstehen, warum es dieses Thema wichtig ist.
Also, danke schön, dass ihr da wart und weitermachen. Wir haben jetzt noch eine Rede. Wir haben jetzt noch eine Rede von Anonymous Hamburg. So, wir sind nicht Anonymous. Wir alle sind Anonymous. Wir sind nur zwei Individuen, die euch jetzt ein bisschen vortragen, was gestern Abend in den IRC-Chats zusammenkam. Wir haben das nicht geübt, deshalb kommt der Social Awkward Pinguin vielleicht ein paar Mal vorbei. Also, auf geht's. Liebe Netzgemeinde, ihr werdet den Kampf verlieren. Sagt zumindest Ansgar Heveling. Wenn man jetzt auf diese Demonstration schaut, sieht es erstmal so aus, als würde er damit nicht recht behalten. Aber die Gefahr ist noch nicht gebannt. Dass ihr hier steht, zeigt, dass ihr mehr könnt als die Masse derer, die routiniert den Retweet- oder Like-Button benutzt. In dem Gewissen, dass es ausreicht, die aktuellen Netzprobleme zu lösen oder den Welthunger besiegen und so. So, ihr Lurker, leider reicht es nicht aus, dass wir hier sind. Wir treten nämlich gegen ein internationales Handelsabkommen an, das es anstrebt, das veraltete, überholte Urheberrecht zu zementieren und zu fixieren. Das nimmt Einfluss auf viele Sektoren unseres Lebens. Von der Netzwelt über Lebensmittelpatente zu lebensrettenden Medikamenten und Generika. Es geht hier ja nicht immer, oder es geht überhaupt nicht, um den immer so von den Medien porträtierten Musikdownloader, der seine Filme irgendwo anguckt oder seine Videos, sondern um viel mehr Bereiche unseres Lebens. Ein Leben, das für viele von uns im Internet stattfindet. Diejenigen aber, ich meine jetzt mal die Rechteverwerter, die sich an die alte Ordnung knabbern, wünschen sich aber nichts mehr, als das Internet und die freien Datenströme zu kontrollieren. Und dagegen müssen wir vorgehen. Das digitale Informationszeitalter braucht eine neue Debatte über Urheberrechte, moderne Geschäftsmodelle, Nutzung und Vergütung in einer Form, in der Künstler und Forschung sowie der Konsument, also wir, gleichermaßen profitieren. Und es ist unser aller Aufgabe, diese Debatte aktiv mitzubestimmen. Und zwar so, dass wir keine Netzfilter kriegen. Kommende Woche wird sich das Europäische Parlament mit ACTA auseinandersetzen. Das ist eure Chance, auf den Prozess Einfluss zu nehmen. Es sind nämlich eure gewählten Repräsentanten dort. Wir haben die gewählt. Und deshalb sollen wir denen sagen, was wir als Wähler von ACTA halten. Ruft die an, schreibt denen eine E-Mail. Schreibt denen eine E-Mail, die haben E-Mail-Adressen. Das findet ihr zum Beispiel auf La Quadrature du Net. Das sind die französischen Aktivisten, die das schon mal für uns vorbereitet haben. Oder auch bei der digitalen Gesellschaft. Gebt denen Feuer. Europa an sich ist ein großartiger Staatenbund. Das wissen wir vor allem, weil wir mit vielen internationalen Zellen zusammenarbeiten. Aber das ist nur so, wenn wir uns weiter darum kümmern, dass es so bleibt. Wir müssen uns die Augen offen halten und wir müssen auch uns darum kümmern, wer uns dort repräsentiert. Ja genau, das geht an alle Nichtwähler in der Europawahl da draußen. Das sind unsere Leute, die wir da hinschicken. Und das gleichzeitig auch ein Aufruf an die Parteien, dafür zu sorgen, dass das Europaparlament gestärkt wird, damit es eben verhindern kann, dass die ACTA, dass sowas wie ACTA ausgehandelt wird von einer Kommission in geheimen Hinterzimmern, sondern dass es eben gewählte demokratische Vertreter tun, die da unsere Meinung repräsentieren. Ja, zentralisieren wir das alles. Gute Idee! Und vor allem an euch ist das auch ein Aufruf. Seid wachsam! Die Ideen hinter ACTA sind nicht neu. Und die werden uns immer wieder verkauft werden. Ob das jetzt iFED ist, ob das jetzt ein anderes Überseeabkommen ist, ob das in den USA stattfindet
und die später wollen, dass wir dazu dabei treten, haltet die Augen offen. Dadurch, dass wir ACTA vielleicht stoppen oder auf jeden Fall stoppen, werden wir diese Idee, die dahinter steht, noch nicht gestoppt haben. Deshalb bleibt wachsam, seid auf der Hut. Enden möchten wir mit folgendem Satz. Wisst ihr, als er ein Schuljunge war, habe ich einige Worte gehört. Mit dem ersten Piep ist die Kette geschmiedet. Wenn die erste Rede zensiert, der erste Gedanke verboten, die erste Freiheit verweigert wird, sind wir alle unwiderruflich gefesselt. Und wisst ihr, wer das gesagt hat? Meine Mutter! Captain Jean-Luc Picard von der Enterprise! Vielen Dank an Anonymous Hamburg, nicht nur für diese Rede, sondern natürlich auch für die aktive Verteidigung unseres Lebensraums Internet, die Anonymous leistet. Selbst Tupac hat mal gesagt, gib 51 Schläger in der AK und du kannst die ganze Welt übernehmen. Also vergesst niemals, wir sind das Volk, ja, hör me. Ja, das war die kleine eigene Sache. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, das nächste Mal, wenn es um ACTA geht, sind wir nochmal 8.000, 16.000, 24.000. Weil so geht es, wenn er geht. Weißt du, was ich meine? Kein Bock, Digga. Selbst bei YouTube wurde ich raufgesagt, indem ich jetzt nicht mein Lied nicht hören kann. Naja. Fick ACTA, BMP, Hamburg. Danke, dass ihr alle da wart, ja? Danke, BMP! Wir sind durch, ja? So. Eigentlich wollte ich jetzt die Abschlussworte sagen und die Veranstaltung für beendet erklären, aber auf allgemein großen Wunsch hören wir nochmal Odi! Odi, wo bist du? Odi, Odi, Odi! Odi, Odi, Odi! Dankeschön. Also ihr wollt das Lied echt nochmal hören? Ja! Wollt ihr es wirklich hören? Ja! Alles klar. Es geht los. Es standen zwei Gestalten. Hier. Moment. Die nichts von ACTA halten. Und sie schrien an die ACTA. Und sie schrien an die ACTA. Und da kam der Dritte. Stellt sich in die Mitte. Und sie schrien an die ACTA. Und sie schrien an die ACTA. Und da kam der Vierte. Der mit ihnen debattierte. Und sie schrien an die ACTA. Und sie schrien an die ACTA. Und da kam der Fünfte. Der die Nase rümpfte. Und sie schrien an die ACTA. An die ACTA. Und sie schrien an die ACTA. Und da kam der Sechste. Der brachte ein paar Äxte. Und sie schrien an die ACTA. Und sie schrien an die ACTA. Und da kam der Siebte. Der die Freiheit liebte. Und sie schrien an die ACTA. Und sie schrien an die ACTA. Und da kam der Achte. Der über ACTA lachte. Und sie schrien nach Antiakta. Und sie schrien nach Antiakta. Und da kam der Neunte. Der vor Wut schon schäumte. Und sie schrien nach Antiakta. Und sie schrien nach Antiakta. Und da kam der Zehnte. Der brachte das Ersehnte. Ein Europa gegen ACTA.
Verein Europa gegen ACTA. Und dann kam die Einsicht. Und verbot ACTA schlecht. Wer mal dich, ACTA, ACTA. Danke. Hoden. Okay. Danke dir, Uli. Ja, Penis möchte ich anfügen. So, vielen Dank, Leute, dass ihr da wart. Das war wunderbar. Wir sehen uns wieder auf der Straße im Juni. Bis dahin lesen wir uns, hören wir uns, sehen wir uns in unserem Lebensraum im Internet und kämpfen dort weiter gegen ACTA.